Ladies and Gentlemen, willkommen zu einer weiteren Runde Project Dota 2 Kappa Mode. So, wir wollen dann heute einen Rancher machen. Und zwar wollen wir das für die LPG-Strecke machen. Mir fällt gerade was ein. Müssten dann auch noch Energie rüberkriegen. Okay, da habe ich mir. Habe ich eine Idee, wie wir das machen? Wir brauchen einen Rancher, einen Fluid Tank von NIO und heißt der Over? Wie heißt der nochmal Generator? Hier die High Temp. Was ist High Temperature? Nee, das fahrt er nicht, oder? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Doch, das war der. Doch, 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 doch. Alles andere kann nicht sein. Lava auf gar keinen Fall ändern. Nein, 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 nein. Ja, doch, es ist der High Temperature. Und einen, wie gesagt, dann einen High Temperature. So, warum machen wir das so? Wir können erstmal hier den Fluid Tank machen, da brauchen wir Tungsten. Da kann ja passen, ich krieg einen Affen. Gott sei Dank, wir haben noch vier. Und ein Stück Glas, das ist gar kein Thema. So, das haben wir zusammen. Wir brauchen Stahl. Den können wir nur noch im. Wenn das so ist, bitte. Machen wir dazu. Wir brauchen aber noch. Habe ich jetzt hier reingeräumt? Ja. Hiervon? Ich wollte hier vier von denen. Einen davon. Machine Chassis für den Rancher haben wir. Wir brauchen einen Furnace Generator. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da gehen wir einfach direkt auf den. Wir brauchen ja. Danke. Wir gehen einfach direkt auf den mal 8. Ist, glaube ich, angenehmer. So, wir brauchen jetzt Eisen und Redstone. So und so. Furnace. Jetzt brauchen wir noch mal 9 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, komm, zack. Zack. Und jetzt. Also. Zack. Boah, ich habe mir gerade meine Maus ein bisschen langsamer gemacht. Irgendwie hat sich das komisch angefühlt. Noch ein bisschen Eisen brauchen wir. So, das heißt. Der Scheiß kommt weg. So, was brauchen wir denn jetzt noch? Wir brauchen noch den Rancher. Das heißt, wir brauchen zwei Scheren. Zwei Scheren, habe ich gesagt. Haben wir hier die LPG-Core noch drin? Müsste. Wir brauchen Electrical Steel. Machen wir nochmal gerade so. Da kann ich mal kurz einen Zeitpunkt verschaffen, um zu gucken, was wir noch alles brauchen.
Wir brauchen einen Z-Logic Controller, das ist auch gar kein Thema. Zombie Head, Silicon, Redstone und Soul Sand. Ich sehe jetzt erst, dass mein VLC abgeschmiert ist. Ich wundere mich schon, warum keine Musik da ist. Gar kein Thema, mache ich sofort für euch an. So. Dann, hier den Kameraden. Hier brauchen wir dann noch Fluid und Plastik. Dann sollten wir soweit alles haben schon mal. Fluid-Conduits könnten wir sogar noch haben, ansonsten muss ich mir welche machen. Jo. Und Plastik-Sheets müssten wir auch irgendwo, glaube ich, noch haben. Habe ich die hier reingepackt? Nein, nein. Ja, es wurde wohl, glaube ich, dann nicht so sehr, Idee, dass wir hier ein bisschen Ordnung halten. Komm. Das passt. Zwei. Wir können eigentlich schon den Furnace bald mal upgraden, oder? Ich mach mal so. Furnace. Ich glaube, auf den Extreme kommen wir noch nicht, aber den Hell-Furnace könnten wir machen. Oh, da brauchen wir Red Gem für. Die könnten wir aber auch kriegen. Ja gut, Extreme Furnace brauchen wir Mercury Ingot, das hat sich erledigt. Was ist denn hier? Stimmt, das könnten wir eigentlich auch bald mal angehen, den Erebus. Boah, es gibt so viel zu tun und so wenig Zeit. Ja, okay, Zeit haben wir eigentlich genug auch. So, Ranger noch. So, Ranger nur noch. Ach komm schon, muss ich jetzt ernsthaft alles bereitlegen? Oh, natürlich kann das nichts geben, wenn man den das wichtigste Teil dafür noch nicht gebaut hat. Da können wir jetzt eigentlich alles schon mal bereit bauen. Das haben wir. Dark Iron Bars, Tungsten. Lass uns warten, das ist so rum. Ja. Sehr schön. Ja, hier die Zip. Dinge können wir mal hier reintun. Wir hatten mal Fences gebaut. Die sind hier drin, genau. So, dann machen wir hier so eine 3x3 Fläche hin. Packen den Rancher dahin mit dem Fluid Tank dahin. So. Dann können die Kühe eigentlich gucken, dass sie schon mal da rüber gehen. So, jetzt beginnt das große Rätsel, welches welche. Eine von den beiden. Links oder rechts? Links oder rechts? Links oder rechts? Eins oder zwei? Eins oder zwei? Kopf oder Zahl? Das ist Kopf? Das ist Zahl. Ich entscheide mich für Kopf. Yes! Was war die andere eigentlich nochmal? Oh. Ja gut, ne? Das wusste ich jetzt. Dann können wir nochmal den Transfer dort machen.
Dann machen wir den Achter hier raus. Das haben wir. Wir brauchen nur noch Keenstone, eine Chest und Redstone. Eine Perle. Bin schon wieder teilweise aus dem Rezept ein bisschen raus, ne? Aber naja, passiert schon mal. Ich habe halt auch eine längere Pause gemacht, gebe ich zu. Wobei ich aber auch sogar hier noch viel auf dem Server drauf war, weil ich hier gebaut habe. Ach, die Truhe. Ich habe jetzt gerade schon erschrocken, was mir fehlt. Ich bin aber auch momentan schon das nächste Modpack so ein bisschen am Anzocken. Es wird ein 1.10er Modpack, das kann ich schon mal sagen. Und es wird wieder ein Challenge Modpack und ich bin ehrlich, das finde ich momentan echt geil. Das macht schon richtig Bock. Nee, ich glaube, jetzt den Namen schon zu sagen wäre viel zu früh. So. Dann können wir jetzt hier schon mal das ganze System kickstarten. Wir brauchen zwei Eimer. Können wir das mal mit Lava-Eimer machen? Das wäre zu schön. Ne, geht nicht. So, wir setzen hier das Ganze auf Push und Pull. Packen dann hier einen Eimer rein. Ja, du kriegst deinen Lava-Eimer zurück. Dann machen wir das anders. Wir haben ja da Lava-Generator, den wir uns mal kurz mopsen können. Der müsste noch Energie drin haben. Können wir uns einen Endertank machen? Machen wir gleich noch einen Endertank. Gut, der ist aufgeladen. Damit hat sich das gegessen. Ihr werdet jetzt gleich gemolken. Und zwar. Na? Ah, die Idle Time muss noch runtergehen. Und zwar werdet ihr gemolken in 3, 2, 1, LPG. Und es geht los. Jetzt schaut euch mal an, wie viel Power wir hier kriegen. Von einem gottverdammten Eimer. Und das hat jetzt wie viel gezogen? 120 Health. Weil jedes Mal, wenn die Idle Time weg ist, kriegen wir einen Eimer. Das ist geil. Das ist richtig, richtig geil. Und da wir zwei Kühe haben, klar, die haben jetzt ihren kleinen Cooldown, aber jetzt dürfen wir gleich wieder 2000 haben. Da, 3000 sogar. Leute, wir haben LPG für Jahre. Und damit würde ich auch schon behaupten, Energie für Jahre. So, wir müssten jetzt eigentlich mal gucken. Hier hatte ich ja noch die Erze fertig gemacht. So. Wir packen am besten jetzt erst einmal. Machen wir uns noch eine Drum, damit wir schön viel LPG speichern. Ich würde sogar sagen, wir machen uns zwei Drums, damit wir noch was haben für Liquid Plastic. 1, 2, 3, 4. Zwei Drums. Kennt ihr schon den neuen englischen, den neuen amerikanischen Präsidenten, Donald J. Trump? Oh Gott, war der schlecht. Ich höre jetzt schon wieder das Klatschen von einigen Zuschauern.
Aber nicht für Beifall. Die Ender-Chest wollte ich jetzt nicht machen. Wie sieht das mit den Conduits aus? Das reicht jetzt. Für die Anfangszeit da. Das Gute ist, die Maschinen, die wir gleich machen werden, brauchen alle kein... Sehr schön, da wollte ich haben, ganz genau. Brauchen alle keine Energie. So, LPG haben wir jetzt. Wir haben jetzt eine neue Form von Energie. Eigentlich könnten wir gucken, dass wir dann hier die Maschinen noch hinpacken. Die werde ich sogar, glaube ich, mal gerade holen. Dann packen wir die anderen Maschinen dahin. Dann machen wir hier eine kleine Maschinenreihe hin. Das ist doch jetzt echt angenehmer. Weil das hier werde ich ja eh abreißen. Ich habe ganz vergessen, dass die Insta-Mining hat. Ich habe mich kurz erschrocken. Da können wir mit einem Ender-Tank gucken, dass wir da LPG rüberkriegen. Mach mal so. 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 Oh, Hero Ride, was hier? So, das haben wir hier auf jeden Fall genug Saft. Hier ist voll. Und hier fühlt sich das auch schon an. So will ich das sehen. So würde ich das echt gerne sehen. So, wir sind bei 16 Minuten. Können wir eine Refinery noch bauen? Da. Brauchen wir Dark Steel. Wie viele kriegen wir? Wir brauchen 4 Refineries. Machen wir uns mal 4 Dark Steel. Ich muss noch 3 Dark Steel. Compressed Iron könnten wir mitnehmen. Werden wir auch machen. Und wir brauchen Fused Quartz. Ey, ich freue mich gerade, dass es so gut vorangeht, ne? Bin ich richtig froh drüber. Ne, Moment, wir müssen zweimal das Rezept machen. So und so, das kann jetzt raus. Zack, zack, zack. Ich müsste mir hier mal ein Crafting Table hinstellen. Habe ich zufälligerweise einen hier? Nein. Aber noch einen leichten Fuse Quartz habe ich. Das ist sehr gut. Dann hole ich mir mal hier ein bisschen Holz für ein Crafting Table. Leute, es fängt an, richtig, richtig gut zu laufen. Ich freue mich richtig, dass es so super läuft. Merkt man vielleicht ein bisschen. Packe ich mir hier mal eine Crafting Station hin. Ich meine, schaut euch das an. Wie viel so ein scheiß Eimer hat. 2,8 Milliarden RF bei 400.000, bei 400 RF pro Tick. Leute, wir haben gewonnen. Spiel durch. Gut, woran hat... Also. Ja, stimmt, ich habe 6 gemacht. Ich brauche ja 8. Und ganz ehrlich, diese 111 pro Tick. So, 4 Refineries haben wir. Loot Chest. Und als nächstes müssen wir... Kommt schon der Plastikmaker. Der Thermopneumatic Processing Plant. Schauen wir uns die schon mal gerade an. Weißt du was? Die Folge ist noch nicht rum. Habe ich Redstone und Glas dabei? Glas habe ich aber keinen Redstone. Hier haben wir ja auch noch Redstone-Blöcke. Wir haben nur noch 2000 Redstone-Blöcke, das war knapp. Das kann sogar teilweise... Ihr werdet lachen, das wird später noch knapp werden.
So, haben wir. Dann, was haben wir hier? Den Plastikmixer. Plastik. Mixer. Und jetzt kommen die Transistoren. Okay, die können wir, glaube ich, jetzt noch nicht machen, oder? Könnten, aber so gesehen, nein. Gut. Da mache ich, glaube ich, sogar gleich ich noch eine Folge, dass wir das Set abmachen können für ein Plastik. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ey Leute, es läuft so richtig, richtig geil. Ich freue mich. Gut. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.